Wir sind wieder zurück und der Wolf hat diesmal Bock auf göttliche Schweiz. Ottmar Hitzfeld ist am Start, aber er wird den Gegner einfach nicht los. Hätte man die Elfenbeinküste genommen, denn unser Gegner heißt mal wieder Olympique Marseille. Vielleicht hat er dieses Spiel mehr Glück, denn es geht immer gegen göttliche Marseille. Aber diesmal gibt es halt auch göttliche Schweiz. Und vielleicht kann jetzt der Wolf die nächsten wichtigen Punkte einfahren. In Division, was immer, mittlerweile 8, 6. Division 6. Er hat Bock. Gegen den Papst natürlich. Schweiz gegen Marseille. Ich ahne schon wieder Böses. Und Anstoß. Was brauchen wir? Noch 13 Punkte in dieser Division. Bei noch 8 Spielen. Ihr wisst alle, 8x3 ist 11. Die Spielanzahl reicht nicht mehr aus, um die Punkte zu schaffen. Also ich glaube, einen Aufstieg wird es diese Division leider nicht geben. Aber erstmal ein gefährlicher Schuss von Marseille. Junge, gegen Schweiz. Die hier gleich kommen mit Rodriguez und Stocker. Valentin Stocker. Sehr gut gemacht. Mit Berami von Neapel. Oh Gott, ein Napolitaner. Und Valentin Stocker. In der Mitte ist natürlich Derdiok. Die Flanke ist gut. Derdiok! Oh, nicht schlecht. Das hätte schon das 3-0 sein müssen. Nee, natürlich. Der Kopfball war so mega. Genau, das war ein Dreier. Stocker, göttlich ein Dreier. Und Ayu. Und Stocker. Stocker und Inler. Gukan Inler auch von Neapel. Hey Gott, jetzt wisst ihr aber, warum Neapel so schlecht ist, weil die halbe Schweiz dort spielt. Die Hälfte der Einwohner von der Schweiz spielt in Neapel. Dachten sie, ich komme, wir wandern weiter. Und jetzt kommt erstmal Marseille mit Ayu. Ayu, aber Giroud ist da. Ach Gott, dieser Bockschlüpfer. Und Giroud. Ey, was hier los ist. Und Morel mit Ayu. Wieder die Ayus. Ja. Und Diego Benayo von Wolfsburg. Souverän. Und Lichtsteiner von Juve. Mit Shaqiri natürlich von den Bayern. Die Trikotfarbe passt wenigstens einigermaßen. Und Shaqiri. Sheldon Shaqiri. Shaqiri. Warum spielt er nicht quer? Er macht es einfach alleine und macht es nicht gut. Aber ich sag, macht's gut. Und Ecke. Ecke, Kopfball, Tor. Ah, das sagt man immer so gerne im Stadion. Ecke, Kopfball, Tor, Giroud. Der wird doch gefault. Das ist Bullshit. Der vergisst doch keinen Elfmeter. Ja, dann ist ja quasi schon, wenn du jemanden anatmest, direkt ein Elfmeter. Ja, und jetzt Shaqiri. Schlechter Ball. Ja, es hat halt natürlich noch nicht so den Biss von Elfenbeinküste, Marseille, aber das werden wir, denke ich, immer bald nochmal wiedersehen. Aber jetzt kommt erstmal, ja, böse Grätsche, aber Romao lässt davon nicht tangieren. Ja, und Rodriguez mit Stocker. Valentin Stocker, was macht er? Macht absolute Reude gegen Fanny Frisch. Und Romao mit Valbuena, ja, dieses scheiß Marseille, aber die muss halt trotzdem drüber rutschen. Und Gokan Inler mit Shaqiri, ja, auch eher dünne. Kognitiv ein bisschen zu früh abgebogen, das war eher grenzbemittelt. Und Derdiok, warum schießt denn der nicht? Naja, du kriegst auch gleich eine Anzeige wegen Körperverletzung, weil das ist nicht gut für meine Augen, was du hier tust, und Tim Klose. Und runter auf Rodriguez, der spielt gerade bei Wolfsburg, gell? Ist nur Bundesliga am Start. Ja, jetzt bist du da. Stocker, Einwurf, absolut Reude, ich weiß nicht, warum man sagt, schneller, wir sind nicht im Bett, ja, spielst du bitte weiter, Giroud, spiel Fußball, Bitch, Stocker, gegen Fanny Frisch und verliert wieder das Duell, jetzt bei Buena, gegen Berami, Laufpass, kommt aber nicht an, Giroud hat es im Griff, wieder Stocker, Valentin Stocker, mit Xhaka, Granit Xhaka von Gladbach. Xhaka, ja, mal das Spiel breit machen mit Shaqiri. Und Lichtsteiner souverän ins Aus. So wollen wir das sehen, weil so kriegt man wenigstens einen Punkt. Bei dem Aus kann es nicht viel passieren. Und Derdiok mit Xhaka. Granit Xhaka, zieh doch mal einen ab. Nee, da ist nichts passiert. Deine Scheiße, du laberst hier. Und Giroud.
Berami immer noch. Xhaka, Berami, zieh einen ab. Boah, Wust macht das Tor. Tor, was für ein Bums. Und es ist abseits. Es ist abseits, weil der Diok hier im Abseits steht. Aber jetzt mal im Ernst. Also das als Abseits zu pfeifen, ist eigentlich absoluter Knetsch. Tor kriegt den Ball noch an den Rücken. Und dann, mein Gott. Ah, lächerlich. Also, 0,5 zu 0 für die Schweiz. Gönnen wir diesem kleinen Land ein bisschen was. Ich glaube, Marseille ist fast größer als die Schweiz. Nein, so schlimm nicht, aber würde mich nicht wundern. Und Xhaka. Xhaka, gute Flanke, der Diok. Ah, kommt nicht ran und Shakiri unterläuft den Ball. Na klar, mit seinen 1,12 Meter Körpergröße ist da nicht viel. Und Giroud. Bruno Giroud mit Ayu. Ja, die Rams schauen ein bisschen hier. Und dann absolut schlechtes Dribbling gegen Miro Klose. Nein, ist natürlich Tim Klose. Lichtsteiner und Shakiri. Shakiri, Kiri. Berami mit Stocker. Ja, wieder eine Reude. Also von Elfenbeinküste Marseille hat das nicht viel. Da fehlen einfach die Schwarzen bei der Schweiz. Naja, was denn? Die da ein bisschen Bock auf gute Laune haben, die das Afrika-Gesicht machen. Und so, ich könnte jetzt. Oh, was für ein Fehler! Tor! Ist ja unnötig, aber ja. Ja klar, wir sind die Schweiz, wir sind neutral, wir tun niemandem was. Und dementsprechend wird auch nicht verdient. Ja, das frage ich mich auch. Weißt du? Ist mir scheißegal, willst du schon wieder verlieren? Hm? Merke ich. Du hast Bock auf Verlieren, gibst dir jetzt mal Mühe. Sonst gibt's hier keine T-Shirts. Sonst gibt's nachher keinen Griff in die Keksdose. Aber keine Dose. Ja, du im Basteln. Du kannst nicht mal Fußball spielen, willst du anfangen mit Basteln. Na ja, Shakiri. Kiri. Was macht er draus? Sehr gut. Shakiri. Och, du Scheiße. Der geht in Seiten aus. So gut war dieser Schuss. Da haben wir Bock drauf. Eieiei. Oh, Granit Xhaka. Xhaka. Nee, schafft er nicht. Xhaka, du schaffst das. Läuft nicht. Lichtsteiner raucht auch völlig vorbei. Ottmar Hitzfeld. Ottmar Hitzfeld, der muss brodeln da draußen, ja. Für diese Reudenleistung, die wir hier sehen. Ich meine, es ist Marseille, ja. Aber Wolf hat da irgendwie schon langsam ein Trauma gegen Marseille. Da klappt schon lange nichts mehr. Flanke, Abpraller auch nicht. Einfach nur Reude. Und Giroud nochmal mit Stocker. Zum Glück ist gleich Halbzeit, würde ich mal sagen. Rodriguez und Stocker. Herzlichen Glückwunsch, du liegst aber 0-1 hinten, da ist egal, um wenn du noch mehr Spiele machst. Du könntest mal langsam echt mal wieder anfangen, Punkte zu holen. Wann hast du, seit Menschengedenken hast du doch quasi keine Punkte mehr geholt hier. Wegen dir steigen wir eigentlich die ganze Zeit ab. Na Basti, ich hole wenigstens ab und zu noch mal eine Flaute. Jetzt zum Glück Halbzeit, mir ist kotzübel. Was hier die Schweiz anbietet, was der Wulf hier spielt, vor allem, dass der noch lachen kann. Einfach nur absoluter Käsekuchen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dass du einfach so scheiße bist und einfach keine Punkte mehr holst. Willst du dir mal Mühe geben jetzt mal? Dann kannst du noch lachst. Ja? Wenn du jetzt nicht gewinnst, schneidest du dir die Haare ab. Was hältst du denn davon? Ist das meine Motivation? Hallo. Hallo. Nee, finde ich geil. Vielleicht gibt es jetzt einen absoluten Hate-Quit gleich hier. Nicht nur mehr Rage, sondern purer Hass. Ja. Na egal, du hast noch 45 Minuten Zeit, sonst sind deine Haare ab. Wir haben drauf gewettet, Leute. Doch, ich finde schon. Shakiri. Shakira. Shakira. Ja, dann. Aber erstmal. Und, ja, okay, du kriegst Shakira. Ich werde sie loseisen von Piquet für dich. Und dann kriegst du Shakira. Wenn du wenigstens ein bisschen gute Leistung zeigst. Ein bisschen was wie Fußball aussieht. Ja, dann mach ein Waka Waka. Mach erstmal Waka Waka hier.
Boah. Ist mir schlecht. Ja, na, was denn? Du, ja, ist mir egal. Du bietest einfach nur noch Reude an. Du kannst dir echt mal Mühe geben. Ja, schön, Stocker stockt und macht hier übelste Party. Und wenn dann wenigstens mal ein Tor fällt. Stocker, das ist jetzt gut. Das ist jetzt gut, quer! Oh, den hättest du chippen müssen. Hast du aber nicht. Hast du aber nicht. Und Ayu. Ja, gut genug bringt nichts, weil gut genug ist nicht gleich Tor. Also, die Schweiz gibt sich zumindest noch nicht auf. Mit Lichtsteiner und Shaqiri. Weltklasse von Shaqiri. Deswegen spielt es beim FC Bayern. Und Romao. Naja, Marseille ist wirklich nicht dein Liebling. Und Shaqiri. Der ist noch drin. Jetzt nochmal. Viel Platz für Shaqiri. Was macht er draus? Der macht die absolute Vollreude. Ich will hier kein Geheule hören. Es ist langsam echt zum Brechen. Vollgas jetzt. Ja, Leute. Vielleicht macht er auch mal ein absolutes Loser-Shirt für Wolf. FIFA 13? No way. Erstmal der Diok. Schieß einfach, bevor du hier trickst, wenigstens mal den Ball aufs Tor bringen. Ja, aber du willst wieder einen Haken schlagen. Jetzt, Xhaka, Granit Xhaka, wenigstens in der Ecke. Die ist gut! Aber wieder nicht gut genug. Und Ayu. Seitenwechsel auf Valbuena. Valbuena, ja. Da wird hinterher gechillt, Valbuena, aber übel schlecht gemacht. Und Stocker. Nee, so wird das nächste Fanny Frisch. Und Rodriguez wieder. Mit Stocker wieder. Ist der Einzige, der bei der Schweiz sich überhaupt noch wehrt. Finde ich. Und Dadiok. Dadiok gegen Mendes. Absolutes Lahmarsch-Duell. Das ist wie ein Igelrennen hier. Ein offizielles Igelrennen. Ja, ein offizielles. Und Berami. Oh, ey, das ist aber auch zum Heulen, was die Schweiz hier bringt, gell? Also noch neutraler kann man wirklich nicht spielen. Und da wird erstmal, bevor hier irgendwas anbrennt, souverän zur Ecke geklärt. Ich finde, das war absolut notwendig, denn die Situation, da hat es echt gebrannt. Und jetzt kommt die Ecke und am besten noch ein Tor. Oh, hätte ich gelacht. Einfach nur unnötig hoch 3. Unnötig im Kubik quasi. Und Lichtsteiner. 20 Minuten sind noch Zeit. Könntest du dich wenigstens ein bisschen anstrengen? Lichtsteiner, das ist ja räudig. Das ist ja. Warum? Das ist einfach nur noch auf dem Platz stehen, damit man sein Gehalt kassiert. Was soll denn der Schmutz? Hier sind Leute, die feiern dich und gucken sich das an und du bietst ja den absoluten Wahn. Naja. Alles klar. Ein kleines Feature mit Outcast. Der Wolf will in Zukunft Sänger werden und macht hier mit Unreal 3000 ein neues Outcast-Feature. Hey, ja, soll das. Ja, ein ganzes Album will er machen, aber wie erst, wenn du erstmal FIFA spielst? Mit Shaqiri wieder. Shaqira. Was ist denn das? Xhaka, ja, passt. Ja, es passt jetzt hart, ja. Alles. Ja, absolut geil, absolut super. Es passt doch, natürlich. Wenn wir uns mit so einer Reude mittlerweile zufrieden geben, dann wird das einfach nichts. Und ja, in Zukunft vielleicht mal was Anständiges, weil Schweiz ist einfach zu neutral. So wie vorhin, wo wir abgestiegen sind, wo du abgekackt hast, wo du. Na, genau, fick dich. Und hier, ja, schade, gibt keine Ecke. Weil Pass hätte es ja verdient gehabt, ne? Wenn er schon nicht ins Tor geht, dann wenigstens eine Ecke. Es ist absolut zum Kotzen hier, was ich mir hier angucken muss. Warum sitze ich hier eigentlich? Warum quatsche ich hier? Ich bin nur wegen dem Bier hier. Das ist das Einzige. Ayu, Laufpass in die Mitte und dann klingelt's. Genau, Gignac, gut rausgekommen von Benaglio. Ja, souverän wieder. Ich sag mal, vor allem. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Wie kann man so dreckig, ekelhaft, schlecht spielen? Wie die Schweiz. Ja. Kleines Land, kleiner Penis. Ich weiß nicht, was das hier soll. Auf jeden Fall, Gokhan Inler.
Ja, ich frage mich auch, was das hier soll. Aber Leute, das Bier schmeckt so gut, deswegen bin ich auch immer noch in der 84. Minute hier. Hallo. Ach genau, wegen dem Bier spielt Wolf, aber Bier muss man sich verdienen. Verdienen nennt man das. Das heißt mal Leistung, genau, Weltklasse Schuss von der Jörg. Ich finde, den sollte man doch jetzt bei der Wahl zum FIFA-besten Spieler der Welt und in die Top 5 wählen, weil das war unglaublich gut. Genau, na genau. Auf jeden Fall, jetzt rastet er aus, der Jörg. Natürlich. Und die Schweiz nochmal. Jetzt geht's hier los. Schakir unnötig, anstatt einfach selber zu gehen, kackt sich über in die Hose. Ja. Und bei seinen 1,20 Meter ist die Scheiße, da steht die Scheiße ganz schnell bis zum Hals. Und Valbuena nochmal. Valbuena, ja, gut abgefangen, aber was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Die Schweiz ist absolute Vollhorst-Gruppe hier. Was soll denn das? Ja, der Ballannahme funktioniert nicht, hier funktioniert gar nichts. Zum Glück, ja, und ich meine, wir hatten vor dem Spiel mit 8 Spielen und 11 Punkten schon keine Chance mehr. Ich denke mal, mit einem Spiel weniger stehen die Chancen wieder besser. Nee, da stehen die Chancen wieder besser, weil Mathematik schlägt wieder zu. Jetzt nochmal Marseille. Ich dachte, die schlagen jetzt auch nochmal zu. Doch, ich glaube, dürfen jetzt nochmal. Genau, irgendwann ist er drin. Tor. Oh. Benayo gerade so noch mit dem Reflex. 1-0. Absolute Vollreude hier von der Schweiz. Und ich bin froh, dass das Spiel vorbei ist, denn das geht gar nicht. Leute, der Wolf, der kann nichts mehr bei FIFA. Ich finde, der sollte einfach wieder Schach spielen. Vielleicht macht er es im nächsten Part. Ich denke mal, mit euch reden wird er noch im nächsten Part. Aber spielen sollte er einfach nicht mehr, weil das geht gar nicht. Das war viel zu neutral, Schweiz-like, absolut schlecht. Und ich habe es bis zum Ende durchgehalten, weil wenigstens es gab leckeres Bier.